Hier haben wir schon wieder ein neues Projekt. Eigentlich ein schöner Außenstrahler. Der ist erst ein halbes Jahr alt gewesen. Und dann auf einmal hat die FI-Sicherung angesprochen. Ist wahrscheinlich wegen Feuchtigkeit, aber obwohl der unterm Dach hängt, wo gar kein Wasser und nichts rankommt, ist das Ding, spricht die FI-Sicherung immer an. Und dann brennen, wenn man den anmacht, der geht gar nicht mehr an, aber wenn man einen Stecker reinsteckt, dann ist diese Ecke hier, die paar LEDs, die glimmen so ein bisschen. Also das ist irgendwas faul. Bei diesem Kasten hier, da ist wieder keine Schraube und nichts dran. Da muss man es wieder rumrätseln, wie man den aufkriegt hier. Nichts zu sehen. Also hier ist ein verbrannter Punkt in der Mitte. Die muss durchgebrannt sein. Die anderen sind alle okay. Dadurch geht gar nichts mehr. Das ist ja auch kein Kurzschluss gewesen, sondern da hat ja die FI-Sicherung so langsam drauf angesprochen. Die sind zweimal rausgesprungen. Den Scheinwerfer, den habe ich jetzt wieder zusammengeschraubt, weil da kann man nichts machen. Die LED hier, die hatte ich da abgebaut. Die ging auch schwer runter, also die sind ja alle so aufgelötet und keine Ahnung, sehr festgeklebt, die ging dermaßen schwer ab. Und tja, alles wieder zusammengeschraubt. Vielleicht kann man das Gehäuse noch gebrauchen. Das ist ein schönes Gehäuse. Irgendwas anderes da einbauen. Also man hat das Ding gekauft, dann hat es ein halbes Jahr rumgelegen, ehe man das rangebaut hat. Dann hat man es rangebaut, dann hat es ein halbes Jahr funktioniert und schon kaputt. Also ist es heutzutage. Kaufen und ein Jahr später wegwerfen. Da sind ja auch innen drin, hier ringsrum kann man nicht sehen, unter diese Scheibe, da sind lauter kleine Bausteine und so, da kann man sowieso nichts machen. Die sind so winzig und haben so viele Anschlüsse, die kann man gar nicht auslöten. Hab das Ding mal so reingesteckt und dann mit einer anderen LED versucht hier zu überbrücken. Da ist gleich das wieder ausgegangen, also da spricht sofort die Sicherung an. Da muss irgendwas anderes noch faul sein. Also das heißt, das Ding ausschlachten und nur das Gehäuse aufheben für irgendeine andere LED.